bin jetzt unterwegs, kurz vor 8, in Sargaris und gehe jetzt erstmal kurz zur Post wegen meinem Rucksack, den Rucksack wegbringen, damit er nach Deutschland geschickt wird. Verpackt, muss ich noch ein bisschen Papier drum machen und dann geht's ohne schweren Ballast, ohne Schlafsack und Isomatte nach 500 Kilometern endlich nach Polen, nächste Land, und jetzt geht's erstmal los. Aber ich bin gleich endlich den Rucksack los, das nervt. Es ist echt anstrengend, den so zu tragen. Das wird auf dem Rücken. Aber wenn ich den los bin, habe ich viel Gewicht weniger auf dem Rücken und kann das endlich mal genießen. Ich habe zwar die Drohne dabei und den Laptop, aber das ist dann doch angenehmer. So, da geht es vielleicht nach links, aber ich muss ja geradeaus wegen der Post. Oh, war jetzt bei der Post und hat 19,25 Euro gekostet. Und jetzt geht es mal kurz zum Supermarkt und dann, oh, ich fühle mich so frei irgendwie ohne diesen Rucksack und die Isomatte und sowas. Und ja, jetzt geht es zum Supermarkt und dann geht es auch schon los. Hat mich jetzt eine ganze Stunde gekostet, das Ganze einpacken. Adressen draufschreiben, warten in der Post und so. Aber jetzt geht's los. Jetzt geht's 500 Kilometer durch Litauen nach Polen. Hier gibt's noch einen besonderen Stempel. Der sieht dann so aus. Den habe ich mir gerade geholt und jetzt geht's. Ich weiß nicht, wie lange nach Polen. 500 Kilometer. In die Richtung. Wir haben jetzt 29. März, 9.21 Uhr schon. Jetzt wird es mal langsam Zeit. Knapp 30 Kilometer heute. Jetzt geht es wieder zurück über den Fluss, wo ich gerade drüber gelaufen bin. Und jetzt Santiago. 4.276 Kilometer mindestens. Ich weiß noch nicht gerade wo lang. Jetzt muss man wieder auf die Karte gucken. Ist jetzt wieder ein neuer Weg. Obwohl es eigentlich der gleiche gewesen ist, aber Camino Litauen. Hier mal kurz an der Kirche vorbei und da vorne geht es wieder auf den Weg. Es fühlt sich irgendwie voll komisch an, so mit leichterem Rucksack und anderem Rucksack und ohne Gequietsche. So, mal schauen, wann ich heute ankomme und wo ich heute schlafen werde. Ich habe nämlich immer noch keinen Schlafplatz. Naja, wird schon. Irgendwo werde ich schon schlafen können. Jetzt bin ich noch in so einem Park, bevor es dann aus der Stadt rausgeht. Das ist auf jeden Fall eine harte Etappe, beziehungsweise die nächsten drei Etappen sind hart, jeweils knapp 30 Kilometer. Ich hoffe das.
muss ja. Auf jeden Fall jede Menge Vögel an den Bäumen, die sind gerade am Brüten, glaube ich. Also die haben Nester gebaut. Und ziemlich laut hier. Weg ist, aber das ist ganz gut bei dieser Etappe, bei diesen 500 Kilometern kann ich die Route auf meinem Navi kopieren sozusagen, dass ich den Weg genau sehe in meinem Navi. Das ist ganz gut. Okay. So, jetzt geht es ein Stück zur Landstraße, an der Landstraße vorbei, entlang, und dann geht es wieder aufs Feld. Ich hoffe, das wird nicht so anstrengend wie gestern mit dem Feld. Mit dem ganzen Gegenwind. Hier wird wieder irgendwas abgebaut. Sieht aus wie Sand. Mitten in der Natur. Die Erde gegraben. Gibt es eigentlich auch fast überall. Da vorne ist noch so ein Loch. Da will ich gleich mal mit der Drohne drüber fliegen. Ich weiß nicht, was die hier abbauen. Ich glaube Sand halt. Irgendwie sieht so aus. Diese Zerstörung überall. Egal ob Kohle, Kies, Sand oder irgendwelche seltenen Erden, Kupfer wird ja nicht abgebaut, ist ja eine Legierung, Eisenerz und so weiter. Ja, so ist das hier auf der Erde. Noch ein paar Löcher mit Wasser gefüllt, und hier rechts geht zum Glück der Jakobsweg entlang. Sonst hätten die das wahrscheinlich auch hier aufgebuddelt. Hier liegt bestimmt noch mehr von dem Rohstoff, was hier abgebaut wird. Hier. Also ich würde sagen Sand, aber oder Kies, Kalk, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich umweltzerstörend, dieses ganze Zeug hier, der ganze Abbau. Weiter geht's. Ich war gerade mal mit der Drohne über dem Gelände hier und habe ein bisschen was gefilmt. Weiter. Ja, am Anfang muss natürlich die Erde weg, um dann an, das, an den Rohstoff zu kommen. Das ist genauso wie mit der Sophienhöhe am Hambacher Wald im Rheinland, wo RWE die Kohle fördert, beziehungsweise Rheinbraun. Und die haben halt dann die Sophienhöhe aufgekippt, um an die Kohle ranzukommen, und danach dann nach und nach das ganze Zeug draufgekippt und dann da, wo die fertig waren, das nächste, den nächsten Abraum abgekippt. Genau so ist das hier. Das war vorher alles gar nicht. Das war das flaches Land, und so wie die Bäume da oben drauf wachsen, ist das schon länger so wie bei der Sophienhöhe. Bisschen scheiße sieht das aus, weil das alles flach war damals, als es angefangen hat. Und jetzt hier so die Landschaft verändert. Ich zum Kotzen. Mittlerweile schon 11 Uhr.
Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Auf jeden Fall ist mal kurz ein Stück Landstraße und da hinten geht es wieder ins Feld. Keine Ahnung, heute. Ich habe keine Kilometerangaben zwischen den Dörfern, die in Lettland. Ja, ich habe mal auf jeden Fall. Durchquere ich, glaube ich, ein Dorf, wo ich dann nochmal einkaufe für heute Abend. Natürlich wieder im Supermarkt. Echt teuer, die Strecke. So, die teuren Supermärkte und so. Aber ich muss ja auch was essen. Da gibt es wieder eine Muschel. Rein. Auf jeden Fall sind die Markierungen hier in Litauen besser als in Lettland. Irgendwie habe ich das Gefühl, da geht's rein. Ich habe ja gesagt, die Markierungen hier am Jakobsweg in Litauen sind besser, aber das ist schon. Da sehe ich jetzt auf das auch so bemalte Steine, die auf der Erde liegen, mit Pfeilen. Der große an dem Tagebau da hinten war auch schön, mit den vielen Pfeilen und Muscheln. Schöner als dieses Loch. Ich dachte eigentlich, in Litauen ist das vorbei mit dem Roden, aber hier geht's weiter, immer noch, immer mehr. Hier auch, auf der Seite. Also, nee. Auf jeden Fall. Sieht das so aus. Hier sind ganz viele alte Bäume, die abgesenkt worden sind. Aber auch wahrscheinlich wegen Trockenheit und dem Müll, der hier rumliegt, kann man das nicht mehr aufräumen. Also interessiert das hier keinen, dass hier Müll rumliegt. Alte Fahrradreifen und sowas. Hier an dem Baum. Glatte Schnittstellen, Müll. Naja, so ist das. Wir sind wieder erst da abgebrochen. Müll liegt hier rum. Bei 3 Kilometer waren echt anstrengend wegen dem Gegenwind und diesem Hintergrund hier. Echt mega anstrengend. Vorne kommt da auf die Stelle. Schaue ich mir mal an und wenn es gut ist, mache ich da eine Pause. Ist auch auf der Karte vom Jakobsweg eingezeichnet. Als Pausenstelle. War gespannt. Das soll wohl die Pausenstelle sein, aber lustig, da vorne sieht es besser aus mit der Bank. Sieht mehr nach Pause aus,
Die schwingt sogar mit, so an Seilen, an Seile gebunden. Da sitze ich vielleicht. Kurze Esspause. Und dann geht's weiter. Das letzte Dorf vor der Ankunft. Nochmal kurz zum Supermarkt. Und dann geht's weiter. Da vorne ist er, glaube ich, schon. Hier ist die ganze Zeit überall Osterdekoration. Auch in anderen Dörfern habe ich das schon gesehen. Das ist aber eine schöne Bushaltestelle. Ganz schön viele Vögel unterwegs. Sollen wir schauen, ob die Kirche offen ist. Und vielleicht gibt es ja auch einen Stempel. Schauen wir mal. Ich glaube aber nicht, dass die offen ist. Hier ist schon mal zu. Und da ist auch zu, da ist kein Griff dran, leider. Dann wird hier wohl auch zu sein. Da ist auch kein Griff. Der Friedhof. Schade. Na gut. Geht's weiter. Hab noch ein paar Kilometer vor mir heute. Und noch keinen Schlafplatz. Und durch die Abgabe von meinem Rucksack hat sich auch alles ein bisschen verzögert. Okay, weiter geht's. Ganz schön anstrengend, der Wind hier. Theoretisch 8 Kilometer oder so, oder 7. Aber da, wo ich schlafen wollte, die haben noch nicht geöffnet. Also weiß ich noch nicht, wo ich schlafen soll. Aber ich habe Kontakt mit dem Mensch und irgendwie hat sie eine andere Nummer, 3 Kilometer weiter. Aber sie antwortet nicht und schauen wir mal, was jetzt heute noch wird, wo ich schlafen werde. Ich weiß es noch nicht. Da geht's. Da vorne geht's wohl rechts rein. Laut Navi. Und Pilgerverein. Schauen wir mal. Ich sehe an verschiedenen Stellen immer diese Schilder. Das ist cool.
theoretisch ein Schlafpunkt, aber ich weiß ja noch nicht, wo ich schlafe. Aber das ist schon mal eine gute Zahl. Ohne Kilometerangabe, aber trotzdem schönes Schild. Und auch hier an den Strommasten die Pilgermuschel. Endspurt. Auch wenn ich immer noch keinen Schlafplatz habe, aber Endspurt. Wenn jetzt mal das Video, beziehungsweise kommt dann jetzt noch ein Teil, das ich morgen früh drehe, um dann zu sagen, wo ich geschlafen habe. Ich muss mich jetzt mal hier umgucken in dem Dorf. Und ja, hoffe nicht, dass ich jetzt hier was finde, weil da vorne die antwortet irgendwie nicht oder die hat heute keine Zeit oder ist noch nicht offen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt hier in dem Dorf schlafen kann. Ich guck mal, ob das irgendwie passt. Ansonsten weiß ich noch nicht. Jetzt kommt ja dann der Teil, wo ich das sage. Video ist danach dann zu Ende.